Willkommen zur ersten Lösung unserer Aufgabe, um Namen zu bereinigen, um Doktortitel, akademische Titel, die auf Punkt enden oder Namenskürzel, die auf Punkt enden, die sollten entfernt werden, dass zum Beispiel hier das Doktor verschwindet, hier das T-Punkt, hier das Professor, Doktor, aber Bestandteile eines Namens, hier wie so Doppelnamen im Bindestrich, sollen erhalten bleiben und auch wenn hier jemand drei Namen hat und die eingereichte Lösung über Power Query hatte das leider noch nicht berücksichtigt, dass ein Name nicht nur aus zwei Namen bestehen kann, sondern auch aus mehreren. Aber das lässt sich mit Power Query sicher auch machen. Hier erstmal eine Formellösung. Und zwar zeige ich jetzt hier Schritt für Schritt erstmal anhand der Formeln, was hier passiert. Hier habe ich einen ersten Namensblock und diesen Block, den kann ich auch jederzeit nochmal, ich kopiere den mal, pack den nochmal daneben, hier neben packen, um diese Namen hier zu bereinigen. Das heißt, hier stehen die Namen sauber. Wenn ich hier jetzt noch ein Junior so richtig im Namen hinterschreibe, steht hier auch ganz hinten dann dieser Junior ausgegeben. Das ist Ziel, aber ansonsten alles, was Titel sind, verschwindet hier. So, ich mache das mal rückgängig. Was habe ich getan? Upsa. Ich habe zuerst mal einen Indikator, gibt es überhaupt hier Texte mit Punkten? Und das habe ich gemacht mit dieser Formel hier oben. Eine Summenproduktformel und diese Summenproduktformel, die rechnet mir aus, jetzt im Moment nicht, erst wenn ich dahinter Steuerung Shift Enter drücke, also die zur Matrixformel-Funktion mache, die rechnet mir aus, wie oft wurde ein Punkt gefunden. Und dafür möchte ich diese Formel einfach hier mal erläutern. So, also ich habe einen Indikator, wie viele Zellen mit Punkt, mache ich dahinter noch ein erster Punkt, sieht man, das zählt hier oben hoch. So, was passiert hier? Gehen wir mal da direkt rein in die Funktion. Da sind normalerweise noch diese geschweiften Matrixklammern drum. Wenn man die Formel mal von innen nach außen geht, wird gesucht, und zwar in jeder einzelnen Zelle dieses Bereichs, dieses Datenbereichs, wird gesucht, gibt es den Punkt. Diese Funktion mit dem Punkt, die würde normalerweise die Stelle angeben, wo der Punkt steht. Hier zum Beispiel an dritter Stelle, hier zum Beispiel an fünfter Stelle. Und das wird pro Bereich gemacht. Sollte es dort allerdings keinen Punkt geben, resultiert da ein Fehler. Ich nutze diese Funktion mal, packe die mal hier hinter, ich kopiere mir die, packe mir die mal hier hinter. Moment, ein Gleichzeichen davor und macht das mal nur jeweils für die einzelne Zelle. Dann sieht man, hier kommt der Punkt an 13. Stelle, hier kommt der Punkt, der erste Punkt an 5. Stelle. Überall dort, wo also ein Punkt ist, steht eine Zahl, ansonsten steht da Wert. Das heißt, meine erste Brücke habe ich gebaut mit wenn Fehler. Das heißt, sollte es dort einen Fehler geben, zeige mir stattdessen erstmal nichts. So, das heißt, hier steht nichts. Und was passiert dann hier oben? Dann wird gefragt, ist das Ganze denn eine Zahl, was da steht? Ist das Ganze eine Zahl? Und dann steht da wahr oder falsch. Überall dort, wo nichts stand, steht ein falsch und bei den anderen ein wahr. Und das habe ich mit einem Doppelminus vor dem Ist-Zahl in Zahlen gewandelt und mit der Funktion Summenprodukt werden diese Zahlen addiert. Jetzt ist es aber so, dass ich ja suche in mehreren Zellen in einem größeren Bereich und da würde normalerweise die Funktion sagen, wenn ich das einfach so mache, gucke in jeder Zelle dieses Bereichs, dass das nur also für eine Zelle funktionieren kann. Dieser Bereich, diese Bereichsangabe benötigt den Abschluss, macht das für den ganzen Bereich mit Steuerung Shift Enter einer Matrix, einer Array-Funktion und dann passiert das hier automatisch für den Bereich. Das hier ist erstmal mein Indikator, wie oft gibt es denn da noch Zellen mit einem Punkt. So. Dann suche ich den Punkt. Das habe ich ja im Prinzip schon gemacht. Und zwar suche ich den letzten Punkt. Ich will wissen, wo ist der hinterste
Punkt. Und das habe ich hier in der Hilfsspalte gemacht. Und zwar hier hinten. Dieser Teil. Dort sage ich, gehe jeden einzelnen Buchstaben durch und frage, bist du ein Punkt? Hier zum Beispiel wäre der dritte ein Punkt. Ich zeige die Funktion mal, indem ich hier diese Teile markiere, diese Teile der Funktion und dann die F9-Taste drücke, dann werden die Funktionsbestandteile in ihre Ergebnisse angezeigt. Länge 5, B5, wie lang ist dieser Textbeitrag? Der ist 14 Zeichen lang. Und dies hier, diese Kombination aus 1 Doppelpunkt und 14, macht daraus den Datenbereich 1 bis 14. Und mit indirekt, Zeile indirekt 1 bis 14, werden daraus die Zeilen 1 bis 14. So. Oder die Zahlen 1 bis 14. Ich kann das nutzen, um daraus eine Zählvariable zu machen. Ich zeige das nochmal. Das heißt, ich markiere mal diesen Teil hier. So, bis hier. Markiere den, drücke F9. Ups. Zu wenig markiert. Ja, ich mache das nochmal mit Zeile. So, F9 gedrückt. Und dann werden daraus Zeile, kann ich sagen, von Zeile 1 bis 14, mach mir daraus die Zahlen, die einzelnen Zahlen 1 bis 14. Und die Funktion Aggregat ist in der Lage, diese einzelnen Zahlen durchzugehen. Und da frage ich nämlich, nimm die entsprechende Stelle immer ein Zeichen lang, nimm die entsprechende Stelle immer ein Zeichen lang von dieser Zelle, nimm das erste Zeichen, nimm das zweite Zeichen, nimm das dritte Zeichen und das mache ich mal mit F9 hier. Da sieht man diesen Text auseinandergenommen. DR-Punkt, Leertaste, der Vorname, der Nachname, alles wird in seine Bestandteile zerlegt und da wird jedes Mal gefragt, hört mal, seid ihr ein Punkt? Das heißt, ich markiere das mal bis zu dem Punkt und drücke die Taste F9. Dann steht da immer falsch, wenn das kein Punkt ist. Und dann steht auch mal wahr, wenn hier zum Beispiel an dritter Stelle ein Punkt steht. Ja, und hier an dieser Stelle nun wird gefragt, ist das ein Punkt? Hier vorne wird einfach das Ganze mit der jeweiligen Zeile multipliziert. Hier ist nochmal die Zeilennummer. Hier. Hier steht die Frage, ist das ein Punkt? Und wenn ich das miteinander multipliziere, dann kommt hier an dritter Stelle, dritte Stelle mal wahr heraus. Moment, ich muss das immer hier zur Seite schieben. Drücke F9. Und dann habe ich einmal die Zahl 3 und das heißt, der Punkt, der am weitesten, am größten ist, der würde mir durch diese Funktion Aggregat 14 ausgegeben werden. Als Ergebnis kommt also die größte Zahl dieser Liste heraus. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2 Punkte habe, dann wird die 11. Position wieder gegeben, obwohl ich 2-mal Punkte gefunden habe. Das heißt, wenn ich das hier mal ausrechne, ich drücke F9, habe ich hier die 8, das ist der erste Punkt und die 11 und das Ergebnis ist der letzte Punkt. Und dann mache ich einfach Folgendes im nächsten. Hier in der nächsten Funktion greife ich auf diesen Punkt zurück und frage, wo ist denn das davor liegende Leerzeichen? Weil wenn ich hier so eine Abkürzung habe, habe ich normalerweise davor ein Leerzeichen. Und hier bei Doktor ist das zum Beispiel das Leerzeichen davor. Ich suche also nur bis zu dem hintersten Punkt das letzte Leerzeichen und weiß dadurch von dieser Stelle hier bis zu diesem Punkt muss ich alles entfernen. Das zeige ich hier auch nochmal mit F9 gedrückt. Das heißt hier dieser Bestandteil Teil sucht mir von in diesem Falle von hier bis ganz hinten, sucht mir dieses Leerzeichen, was an drittletzter Stelle steht. So, er findet ja mehrere Leerzeichen. Hier ist aber eins. Ja, und hier von dem Punkt aus gesehen, und zwar zwei davor. Und hier
auch wieder die Zeilen. Ja, genau wieder die Zeilen, aber diesmal nur bis zur 12. Stelle, weil hinten ist ja der Punkt. Und das wieder multipliziert und ich habe die Stelle des letzten Leerzeichens. Moment, von hier nach hier markiert, F9 gedrückt. Dann habe ich die Position des hintersten Leerzeichens. Und Aggregatgröße gibt mir den größten Wert dieser Matrix aus. Ich weiß also nun mit der Funktion Teil, dass ich von dieser Stelle, von dem Leerzeichen, einem weiter, also einen weiter, das Leerzeichen ist hier, Moment, hier ist das Leerzeichen, vor dem T zum Beispiel, von einem weiter so viel Stellen gehen muss, wie der Punkt, bis der Punkt kommt. Und das rechne ich mit der Funktion Teil aus. Das heißt, hier wird geschaut, gehe von der Position aus, die 4 plus 1, die 12. Stelle, das ist wo das i steht, wie lang dies hier minus dies, das macht 2, zähle da noch einen drauf, das macht 3 und dann habe ich hier entsprechend auch das Leerzeichen eventuell dahinter erwischt. So, und das kürze ich raus, das heißt, ich ersetze diesen hier gefundenen Text, den ersetze ich in dem Text, also wenn es diese Kombination hier so gibt, in diesem Text wird die gnadenlos rausgestrichen. Das habe ich mit Ersetzen gemacht. Und da hätte man bestimmt auch Wechseln nehmen können. Das Ganze noch geglättet, falls hier so ein Text mit einem Leerzeichen beginnt oder zwei Leerzeichen mittendrin sind, dann wird das ganze Ding geglättet. Sollte es dann, hier ist die Funktion nochmal mit dem Summenprodukt, sollte es dann immer noch ein Punkt geben, zeigt mir das die Funktion hier oben an, dann kopiere ich diese Formel einfach nochmal so mit STRG C daneben, Moment, ich nehme mal mit Überschriften, mit STRG C daneben und dann ist es hier an nächster Stelle vielleicht raus, ich drücke das hier nochmal, STRG C, STRG V, nee, einer ist noch da, gleiches Spiel nochmal, STRG C, STRG V. So, und dann ist hier alles rausgekürzt. Ich habe die Formeln einfach in 1 zusammenkopiert. Hallo, das sieht jetzt lang aus. Das heißt, ich habe die Teile der Formeln, wenn hier gerechnet wird, hier habe ich rauskopiert, das ist ja die Zelle C4, und habe das hier an diese Stellen, wo C4 steht, hineinkopiert. Das heißt, ich habe auf diese Hilfsspalte verzichten können. Gleiches dann hier an dieser Stelle. Immer wenn da auf D4 verwiesen wird oder auf C4, habe ich entsprechend hier die Formelbestandteile hineinkopiert. Ja, und somit ist diese einspaltige Variante doch sehr lang geworden. Aber natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die euch bestimmt einfallen, um die Punkte alle herauszukürzen. Ja, hier unten zum Beispiel, wenn da zweimal was mit Punkt ist, um das herauszunehmen. Freue mich auf eure Kommentare. Das ist sehr komplex hier gewesen. Ist eine sehr schwierige Aufgabe, denke ich, gewesen. Aber ja, so ist Excel. Man hat was zu tun und muss einen Weg durchfinden. Ich sag mal, bis zum nächsten Lösungsvorschlag und ja, danke fürs Zuschauen.